Heute soll einmal Freude und mit Freude unser Thema der Metta-Meditation sein. Smudita, die Mitfreude. Dafür erinnern wir uns zuerst einmal, worüber haben wir uns in letzter Zeit gefreut? Ist es die Natur, die Sonne in der Natur oder vielleicht auch den Regen oder vielleicht ein schönes, gutes Essen, ein Mensch, der einen anlächelt, irgendein Erfolg, den man gehabt hat. Freude, sich freuen über das. Oder wenn man in der Meditation gut etwas erlebt hat. Kann ich mich darüber freuen? Kann ich wirklich so mein Herz aufmachen? Das heißt so Freude, wie schön. Und wenn ich da so noch Schwierigkeiten habe, stellt euch mal ein Kind vor, was euch auf euch zukommt und lacht, hat das ganze Gesicht strahlt wirklich so vor Freude, vor Lust, vor Lebenslust. Da gibt es eigentlich gar nichts anderes, als sich mitzufreuen. Und dann freuen sich zwei. Und die Freude wird dadurch vermehrt. Jetzt denken wir mal an einen Menschen, vielleicht den wir kennen, der etwas besonders Schönes hat, vielleicht ein schönes Haus, einen schönen Garten oder gute Familie, etwas, was wir auch gerne hätten. Und wenn vielleicht im ersten Moment so ein Gedanke an Neid kommt, warum habe ich denn das nicht? Da schauen wir mal, ob wir diesen Gedanken ablegen können und entweder können wir sagen, aha, das ist so schön, so etwas möchte ich auch mir schaffen, irgendwie erreiche ich das, schaffe ich ja auch, wie gut, ich sehe, sowas kann man machen. Und wenn ich es nicht kann, dann auch einfach mitfreuen. Ich freue mich, dass du oder ihr es so schön habt. Schaut mal, ob man so frei von Eigensucht dem anderen etwas gönnen kann. Wie schön, dass ihr das habt. Und dann geht ihr mal zu jemand anderem, auch, der einen besonders guten Erfolg hat, vielleicht im Geschäft, oder im Beruf. Und auch da ist es nicht ganz leicht, ohne Neid zu sein. Und dann mal schauen, ja, dieser Mensch hat es geschafft. Und das hat er gut gemacht. Und vielleicht kann ich das auch. Warum sollte ich mich nicht auch bemühen, einen solchen Erfolg oder einen ähnlichen zu haben? Und ist das nicht Neid, dann ist es vielleicht ein guter Ansporn. Und dann schauen wir mal, ob wir diesen Menschen es gönnen können. Ich freue mich, dass du diesen Erfolg erreicht hast.
Und wir sehen, wo immer wir Neid haben, Missgunst, Neid, da tut es uns selbst sehr schlecht. Wir leiden darunter, wir verengen uns. Es ist für uns selbst das Leid oder die Schwierigkeit, nicht für den anderen, für uns. Und wenn wir dann vielleicht, wenn wir unter Neid leiden, doch einmal schauen, dass diejenigen, die wir beneiden, ob wir in deren Haut wirklich schlüpfen wollen? Denn die haben andere Schwierigkeiten als ich. Sie haben vielleicht gerade etwas, was ich möchte, aber andere Dinge haben sie nicht, die ich habe oder ich kann. Will ich das wirklich? Will ich wirklich in die andere Person sein? Mit ihrem schönen Haus? Mit ihrem schönen Garten? Und vielleicht merke ich dann, dass es gar kein guter Tausch wäre. Warum beneide ich sie dann? Die Mitfreude ist eine Sache des Herzens, die egoistischen Wünsche einmal zurückzustecken und einfach diese Freude mit einem anderen Menschen teilen oder sie vermehren. Ganz von Herz zu Herz. Und wir selbst haben den größten Vorteil davon. Bei uns tut sich das Herz auf und wir sind freier und leichter, freudiger. Und jetzt denken wir mal an viele, viele Menschen, denen es gut geht, die genug Geld haben, die sich was leisten können, die auch sonst wenig Kummer haben. Ist das nicht schön, dass es in der Welt auch solche Menschen gibt? Es ist nicht nur Traurige und Notleidende, sondern auch die Menschen. Und wenn diese Menschen dann auch noch mit anderen etwas teilen und helfen, ist es besonders schön und viele geben etwas. Es ist wirklich so, dass in unserer Welt auch viel geholfen wird. Nicht nur immer die andere Seite sehen, auch diese Seite. Es gibt so viele Organisationen und so viel helfende Menschen. Und das mal als etwas Freudiges ansehen. Und auch selbst bei uns, dass wir helfen können, dass wir schenken können, geben können, ist eine Freude. Es gibt viele Gelegenheiten, sich zu freuen. Und dass wir hier gemeinsam alle sitzen können, meditieren können, ist eine Freude. Dass ich mit euch sprechen kann, ist Freude. Dass wir so gutes Essen bekommen, ist Freude. Dass rundherum die Landschaft so schön ist und wir spazieren gehen können, ist Freude. Dass wir den kleinen Buben sehen, der da rumspringt, ist Freude. Oder dass wir vielleicht eine Behandlung bekommen, eine schöne Shiatsu-Behandlung. Es ist so viel zum Freuen da. Wir müssen es sehen und müssen es auch
annehmen, das Offensein dafür, Offensein für Freude. Und wenn wir offen sind, dann können wir uns auch leicht mitfreuen. Mitfreude ist ein Schritt wieder weiter zur Freiheit. Wir beenden es. Mit den Worten vom Thich Nhat Hanh: Möge ich die Freude in mir nähren und berühren. Bitte? Möge ich die Freude in mir nähren und berühren. Möge ich die Mitfreude pflegen. Möge ich die Mitfreude pflegen. Mögen wir und alle Wesen glücklich sein. Mögen wir und alle Wesen glücklich sein.